Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Book-Unhaul. Das hatten wir schon ganz, ganz lange nicht mehr und es sind auch zwischendurch immer mal so vereinzelte Bücher ausgezogen. Aber diesmal habe ich mich wieder hingesetzt, habe mein Bücherregal angeguckt und habe gedacht, so, jetzt ziehst du alles raus, was du definitiv nicht mehr lesen willst. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5... 6 Bücher geworden. Manche Bücher davon werde ich verkaufen, manche davon sind Rezensionsexemplare, die werde ich verschenken. Da könnt ihr gerne mal in meine Insta-Story schauen, da wird die Tage was online kommen, genauso wie das Gewinnspiel. Und ja, wer schnell ist, kann sich eventuell dann eins der Bücher sichern, die ich quasi nur gegen Bezahlung vom Porto verschicken werde. Eins davon werde ich tatsächlich auch an euch verlosen. Das habt ihr in meinem Rich Crown Unboxing Paket vielleicht schon gesehen. Da war ein Buch drin, das ich leider schon hatte. Und in Absprache mit dem Team der Rich Crown Box darf ich das jetzt an euch verlosen. Aber dazu mehr im Laufe des Videos. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Buch, das ausziehen darf. Da fragt ihr euch bestimmt, warum? Zieh dieses Buch aus, wenn du doch in den höchsten Tönen davon geschwärmt hast. Shadow and Ember von der lieben Jennifer L. Armentrout, das Prequel zur From Blood and Ash-Reihe, in dem es um Nyctos und Co. geht, also das spielt quasi vor From Blood and Ash. Ja, warum darf es ausziehen? Weil ich mir die Sonderedition mit Buchschnitt dazu gekauft habe. Ich habe ja die drei Bände der From Blood and Ash-Reihe in dem Chest of Fandoms Buchschnitt, Sonderbuchschnitt, und habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich das Buch hier nicht in diesem Buchschnitt habe. Ja, es gab es auch die ganze Zeit nicht und letztens habe ich ein anderes Buch kaufen wollen und habe dann so durchgestöbert in den Mängelexemplaren und habe gesehen, dass Shadow and Ember als Mängelexemplar drin ist. Da habe ich dann nochmal 3 Euro gespart und habe es mir jetzt bestellt. Und da ist wirklich nur hier oben so ein minimaler Detsch dran, der mich tatsächlich nicht stört, weil es sowieso ja so im Regal steht. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich es habe und deshalb darf das ohne Buchschnitt jetzt ausziehen. Beim nächsten Buch handelt es sich um ein Rezensionsexemplar, We Are Like the Sky von Marie Niebler. Da hatte ich den ersten Teil als Hörbuch gehört und den zweiten Teil dann als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, beim ersten habe ich mich ein bisschen aufgeregt, dass ungefähr 83 Millionen Mal das Wort Schokobrötchen erwähnt wurde. Der zweite konnte mich thematisch zwar komplett abholen eigentlich, aber irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Bei beiden ist ein Sidekick, der mir maximal auf den Keks gegangen ist, der total kindisch war und nervig und anstrengend. Und das hat irgendwie so ein bisschen meinen Blick auf das Buch getrübt, beziehungsweise hat mich in eine Stimmung versetzt, die ich dem Buch gegenüber eigentlich gar nicht haben wollte. Die Grundstory finde ich toll, aber ich glaube, ich habe auch nur 3 Sterne gegeben, weil ich einfach vom Herzen her nicht dabei war. Und deshalb ja, darf es jetzt ausziehen. Die nächsten beiden Bücher gibt es tatsächlich mit Erstauflagenbuchschnitt. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich sie aussortieren möchte oder nicht, aber habe mich jetzt dazu entschlossen, dass sie gehen werden. Also das eine auf jeden Fall, bei dem anderen, da frage ich euch, meint ihr, es lohnt sich, das Buch noch weiter zu verfolgen oder nicht? Ich weiß, da gibt es sehr viele Fans davon. Ich spreche von Grave. Ich fand den ersten Teil gut, aber ganz viele haben mir schon gesagt, der zweite Band wird kindischer und das ist dann wieder so ein Punkt, der mich dann stört, aber viele hypen die Reihe so und sagen dann auch, 3 und 4 sind wieder klasse, also 3 und 4 ist ja gerade erst rausgekommen. Ich habe das Buch halt noch im Erstauflagenbuchschnitt. Das habe ich mir damals mit der Nenia zusammen bei Thalia geholt. Ich weiß noch, da haben wir ewig geguckt, ob die irgendwelche Mängel haben und ich meine, es ist ein glatter, glänzender Umschlag. Die haben immer irgendwelche Mängel, aber der Buchschnitt ist intakt und ja, die anderen Bände habe ich mir wie gesagt nicht gekauft. Kriege ich vermutlich auch nicht mehr jetzt so in dem Buchschnitt, also den dritten vielleicht noch und den vierten, aber den zweiten halt nicht mehr. Da müsste ich auf eBay Kleinanzeigen mal gucken. Aber das ist es mir, glaube ich, einfach nicht wert. Vor allem, weil die halt auch
mit 20 Euro für ein Hardcover und die neuen wahrscheinlich 22, 24 Euro schon teuer sind. Und ja, ob es mir das dann wert ist, nur damit ich es im Regal stehen habe, sei mal dahingestellt. Da könnt ihr mir aber gerne mal eure Meinung zu sagen, ob ihr denkt, dass sich das Weiterlesen lohnt. Und das zweite mit Erstauflagen Buchschnitt ist Bleib bei mir, Sam. Da habe ich ja, das Buch habe ich zusammen mit der Ivy gelesen und ja, I don't know. Es hat uns nicht gefallen. Wir haben auch beide irgendwie was anderes erwartet. Und tatsächlich, ja, es ist zwar schön, so einen wunderschönen Buchschnitt im Regal stehen zu haben und das Cover ist jetzt ja auch nicht hässlich oder so, aber ich war so enttäuscht von diesem Buch und jedes Mal, wenn ich in mein Regal gucke und das Buch sehe, denke ich zurück an unsere Buddy Read und denke mir so, oh, ja. Und wenn mir ein Buch in meinem Regal so ein Gefühl vermittelt, dann ist es höchste Zeit, dass es auszieht und das wird es jetzt auch auf jeden Fall tun. Dann kommen wir zu dem Gewinnspielbuch. Ich denke, da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das habe ich beim Unboxing der Rich Crown Box schon getan. Lore mit dem wunderschönen Buchschnitt der Rich Crown Box. Das ist auch der schönste Buchschnitt, den ich bei diesem Buch überhaupt jemals gesehen habe. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Von daher, also es ist wirklich noch komplett ungelesen. Das Bändchen ist noch wie vom Verlag. Und ich würde das Buch jetzt gerne an einen oder eine von euch verlosen. Ich starte das Gewinnspiel heute und werde das hier auf YouTube machen und auf Instagram. Also wenn ihr hier kommentiert und bei Instagram kommentiert, dann habt ihr doppelte Chance, also quasi zwei Lose im Topf. Ihr müsst dann halt einfach nur schauen, dass ihr mir eine Möglichkeit gebt, euch zu kontaktieren. Sei das jetzt der Instagram-Name, eine E-Mail-Adresse, etc. etc., damit ich euch anschreiben kann, beziehungsweise dann halt auch nach eurer Adresse fragen kann, damit ich euch das Buch zusenden kann. Also schaut jetzt gerne mal auch bei Instagram vorbei. Ich stelle das Video bzw. den Post auch erst online, wenn das Pendant dazu online ist. Quasi, wenn das Video hier hochgeladen ist, stelle ich auch den Post online, damit einfach auf beiden Plattformen die gleichen Ausgangsbedingungen sind. Das Gewinnspiel wird eine Woche laufen und startet quasi ab heute, wo das Video hier online geht. Kommen wir last but not least zu dem letzten Buch, das ausziehen muss, soll, darf. Es bricht mir ein bisschen das Herz, dass es ein Self-Publisher-Buch ist. Und es bricht mir auch ein bisschen das Herz, weil ich das Cover so wunderschön finde. Jeder deiner Atemzüge. Ich hatte es ja auf der 22 für 22 Liste und habe es in dem Zuge im Dezember noch gelesen. Und ich muss auch sagen, dass ich das ganze Setting rund um Kawaii oder sowas, genau, Kawaii, richtig schön fand. Aber es konnte mich tatsächlich aus einem Punkt nicht überzeugen. Und zwar das Thema Abnottauchen. Das stand zwar auch hier hinten drauf, aber wie das Ganze umgesetzt wurde und dass das so einen riesen Platz im Buch bekommen hat, hat mich ein bisschen genervt, weil mich das Thema auch eigentlich gar nicht interessiert hat, beziehungsweise das Tauchen an sich schon, aber der männliche Protagonist, der das getan hat, der das so exzessiv gelebt hat, dem seine Einstellung dazu hat mich mega genervt und irgendwie, ja, mag ich egoistische Protagonisten halt allgemein nicht. Und dementsprechend habe ich auch hier, wenn ich es angucke, ein negatives Gefühl dabei. Und deshalb darf es jetzt ausziehen. Ihr Lieben, das waren alle meine Bücher dieses Unhauls. Ihr dürft gerne mal in der Infobox nachschauen, da habe ich sie euch alle verlinkt. Ihr dürft auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen, da könntet ihr sie auch gegebenenfalls noch in der Story finden. Also wenn ihr eins davon haben wollt und es ist in meiner Story noch online, dann schreibt mir gerne. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!